Herzlich willkommen zu diesem Video aus der Reihe PowerPoint 2016 erste Schritte. Wir haben uns ja schon einiges angeschaut und diesmal wollen wir uns jetzt hier mit der Folienansicht beschäftigen, genauer gesagt mit verschiedenen Folienansichten und einer Sortierung der Folien. Ja, da gibt es dann wiederum hier eine eigene Registerkarte. Man geht hier auf Ansicht und hat hier schon einige Dinge da, die man einblenden könnte. Wir sind normalerweise in der Normalansicht. Also das, was du bis jetzt gesehen hast, ist die Normalansicht. Man kann aber auch die sogenannte Gliederungsansicht sich anzeigen lassen. Und was sieht man hier? Man sieht hier dann in dieser Auflistung immer diese Titel, diese einzelnen Folien. Wenn ich jetzt hier klicke, die auf der rechten Seite in die Folie eingeblendet und man sieht dann hier an und für sich immer nur die Überschriften, die Titel. Wenn ich hierher gehe, sieht man es wieder. Wenn ich in die Normalansicht zurückgehe, siehst du hier noch eine größere Vorschau, also noch mehr, was dann hier dich erwartet, wenn du daherklicken würdest. Also Gliederungsansicht wäre dann dieser Bereich dann. Ja, und dann gibt es natürlich jetzt nicht nur die normalen und die Gliederungsansicht, sondern zum Beispiel auch diese Foliensortieransicht. Da haben wir einen großen Überblick auf all diese Folien, die es da gibt. Und die bieten einem dann die Möglichkeit, dass man rasch hin und her springen kann. Man sieht dann schon etwas mehr davon. Und was noch ganz praktisch ist, du kannst hier auch dann Folien anders sortieren, anders übernehmen. Du könntest jetzt hier zum Beispiel hergehen. Du könntest bei gedrückter linker Maustaste diese Folie hier dann verschieben. Ich habe sie jetzt praktisch hier von dort hinten wieder dann dahergesetzt, auf die als 15. Folie eingesetzt. Kann sie auch zum Beispiel wieder zurückschieben. Also wenn du hier eine Reihenfolge verändern möchtest, dann bietet sich das dann hier zum Beispiel auch an. Oder wenn du sagst, okay, es gibt bestimmte Folien, bestimmte Folien möchtest du jetzt nicht darstellen, dann geht man in die Foliensortieransicht, diese Foliensortierung, und kann dann hier gezielt dann zum Beispiel sagen, okay, die Folie blende ich aus. Man sieht sie hier auch so schön, dementsprechend dann die Folien, die dann ausgeblendet sind, sind hier dann dementsprechend dann durchgestrichen. Und auch von hier aus kannst du natürlich dann dieses Ausblenden dann auch wieder aufheben. Ich gehe jetzt zurück in die Normalansicht, schau dann wie immer, ob ich alles, was ich mir vorgenommen habe, gezeigt habe. Und ich sehe, es passt soweit. Danke für deine Aufmerksamkeit und ein herzliches Willkommen dann beim nächsten Video.